Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Peter an. Dieser hat über Nischen Ninja Pro geschrieben, welches er mit 4,4 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Nischen Ninja Pro Erfahrungen. Nischen Ninja Pro Review. Weißt du schon, wie man sich ein passives Einkommen aufbaut? Ein Einkommen, für das man nicht mehr arbeiten gehen muss, welches jeden Monat ohne weiteres aktives Zutun weiterkommt? Früher konnten das häufig nur die Leute tun, die Geld für sich arbeiten ließen, zum Beispiel durch Immobilien oder Aktien. Heutzutage sind hunderte von neuen Wegen hinzugekommen und im Internet Geld zu verdienen wird immer attraktiver. Eine Möglichkeit sind sogenannte Nischenseiten. In meinem Nischen-Ninja Pro-Test will ich euch erzählen, was genau man in diesem Online-Kurs lernt und ob dieser sein Geld wert ist. Nischen-Ninja Pro – Kursversprechen. Nach Bearbeitung des Kurses soll man in der Lage sein, eine Nischenseite von Grund auf eigenständig zu erstellen. Diese soll natürlich nicht nur erstellt werden, sondern auch noch profitabel sein, wofür mehrere Strategien an die Hand gegeben werden. Unter anderem wird dafür garantiert, dass man in der Lage ist, vorab bereits eine profitable Nische auszuwählen. Der Nischen-Ninja Pro wurde so gestaltet, dass selbst absolute Anfänger, die weder Ahnung von Nischenmarketing noch von Webseiten haben, nachher über die nötigen Kenntnisse sowie über das nötige Verständnis verfügen, um damit Geld zu verdienen. Zudem veröffentlicht der Kurs neue Backlink-Strategien und der Kursinhalt ist auf dem neuesten Stand, gerade auch was die Google-Algorithmen betrifft. Damit dies auch so bleibt, werden die Inhalte stetig aktualisiert oder sogar erweitert. Jedes Update ist ab dem Kaufdatum inbegriffen. Nischen-Ninja Pro Inhalt. Der Nischen-Ninja Pro besteht aus 12 verschiedenen Lernmodulen und einem Bonusmodul. Insgesamt kommt man so auf über 70 Videos mit einem Videomaterial von über 6 Stunden. Die Videolänge liegt meistens etwas unter oder über der 5-Minuten-Marke. Übersicht der Module. Damit du entscheiden kannst, ob der Kurs für dich geeignet ist, will ich die einzelnen Themen im Schnelldurchlauf ansprechen. Modul 1 – Grundlagen. Wie genau ist der Kurs aufgebaut und was werde ich denn eigentlich lernen? Das erste Modul kann man wie eine Einführung und Vorbereitung sehen, wo schon mal die wichtigsten Grundlagen geklärt werden, die man unbedingt kennen sollte. Modul 2 – Rechtliche Grundlagen. Ein Thema, was in vielen Internetgeschäften leider viel zu kurz kommt und am Ende häufig für ein böses Erwachen sorgt. Das Recht. Wo befinden wir uns rechtlich gesehen? Was für ein Gewerbe muss man anmelden und wie verhalte ich mich steuerrechtlich gesehen? Einkommen muss versteuert werden, egal ob es durch einen normalen Job oder durch das Internet erwirtschaftet wird. Damit man sich gleich auf der sicheren Seite wissen kann, wurde direkt ein ganzes Modul der Rechtsthematik gewidmet. Modul 3 – Nischenseiten. Weg von den Grundlagen und ab zu den Nischenseiten. Im dritten Modul geht es dann an das eigentliche Thema – die Nischenseiten. Wie funktioniert dieses Geschäft genau und warum lässt sich damit Geld verdienen? Was spielt alles eine Rolle beim Nischenmarketing? Modul 4 – Nische finden. Auf die Idee der Nischenseiten sind schon mehrere Menschen gekommen. Bei den gängigen Nischen wird es daher schon schwierig und die Suche nach einer geeigneten kann sich bei vielen als die größte Hürde herausstellen. Wie geht man also an die Suche richtig ran? Genau an diesem Punkt bereits setzt der Kurs an. Selbst also Menschen, die noch absolut keine Idee für eine Produktnische haben, können hier Hilfe finden. Es werden Tipps zum Brainstorming gegeben und wie man korrekt recherchiert und den Markt analysiert. Modul 5 – Hosting. Sobald die Idee steht, kann es weitergehen. Ab jetzt macht man sich schon Gedanken zu der Webseite. Bevor es aber dahin gehen kann, braucht man erst einmal ein geeignetes und günstiges Hosting oder anders gesagt Webhosting. Gemeint damit sind Server, auf denen später die Webseite und deren Inhalt Platz findet, damit sie für die Menschen des Internets zugänglich sind. Gerade für die Einsteiger ist es wichtig zu wissen, an welche Adressen vom Webhoster man sich wenden kann. Die Autoren geben daher hier in diesem Modul ihre persönlichen Empfehlungen und zeigen auch hier schon, worauf es ankommt. Modul 6 – Webseite anlegen. Wer den Provider gefunden hat und sich eine Domain gesichert hat, der kann mit dem Aufbau der Webseite beginnen. In diesem Kurs wird der Fokus vor allem auf WordPress gelegt, da dies sehr anfängerfreundlich ist. Darüber hinaus kann man aber mit diesem Programm gleichzeitig auch höchst professionelle Ergebnisse erzielen. In diesem Modul erlernt man, wie man das Programm installiert, welche Themes und Plugins man zur weiteren Unterstützung installieren kann und natürlich auch, wie man das Programm verwendet. Modul 7 – Produkte auswählen. Man könnte meinen, dass mit der Webseite die Arbeit erledigt ist, das ist aber leider nicht so. Die Nische wurde gewählt, aber nun müssen noch die passenden Produkte gefunden und verlinkt werden. Wie man dies genau angeht und worauf man dabei achten sollte, wird hier erklärt. Modul 8 – Suchmaschinenoptimierung. Die Nischenseiten müssen von den Suchmaschinen wie Google, Bing, Yahoo und Co. auch möglichst leicht gefunden werden.
Dafür müssen sie so suchmaschinenfreundlich, wie es eben nur geht, kreiert werden. Hier kommen Keywords, AdWords, der Google Keywords Planner und weitere zum Einsatz. Im 8. Modul handelt es sich um On-Page-Optimierungen, also um Verbesserungen, die man direkt auf der Nischenseite vornehmen kann. Modul 9 – Inhalte. Die Inhalte der Webseite spielen eine enorme Rolle. Der Besucher will schließlich auch etwas von der Seite mitnehmen und nicht nur auf eine Seite mit Verlinkungen stoßen. Was genau man auf eine Nischenseite packt, was für Artikel man schreiben kann und all solche Tipps werden hier gegeben. Modul 10 – Off-Page-Optimierungen. Hier geht es um weitere Optimierungen, die man außerhalb der Seite treffen kann. Modul 11 – Social Media. Die sozialen Medien sind ideal, um Traffic zu gewinnen und so auch Kunden. Wie man das macht, erfährt man im vorletzten Modul. Modul 12 – Optimierungen. Abgeschlossen wird der Kurs noch einmal mit allgemeinen Optimierungen, die man machen kann und die man auch regelmäßig über die Zeit immer wieder mal vornehmen sollte. Die Autoren haben eine super Arbeit geleistet. Vom Umfang und von der Qualität her kann ich diesen Kurs reinen Gewissens weiterempfehlen. Nischenseiten sind ein höchst interessantes Thema, um im Internet Geld zu verdienen. Beim Nischen Ninja Pro wird man wirklich von A bis Z durchgeführt und man weiß, was man zu tun hat. Mit genug Ehrgeiz und Durchhaltevermögen kann man sich mit dem Wissen des Kurses wirklich ein profitables Geschäft aufbauen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.